Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Horizon 2 Capture Mode. So, ich habe noch was vorbereitet hier. Die Schmiede ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ach, schau, man kann sich ja nicht drüber hoffen, aber wie man sieht, wir haben Platz. Der oberste Ring, den musste ich entfernen, weil ich da ein bisschen Glowstone reinpacken musste, weil sonst ein Monster drin spawnen. Aber wenn wir mal schauen, Magnum Torch gibt es hier drin. Die könnten wir machen. Nur jetzt noch nicht. Wir brauchen QED und wir brauchen, wir brauchen einen Brewing Stand. Aber das sollte ja kein Thema werden. Wir kümmern uns erstmal um eine Kleinigkeit hier. Die Spitzhacken habe ich alle aufgelevelt. Wir haben jetzt hier die Silk Touch mit Unbreakable. Smashing Unbreakable und die Fortune Unbreakable. Alle sind auf Like New Plus, das ist das höchste, was geht. Habe ich einen Mithril-Kopf drauf getan. Mining Speed von 48, 21. Ja, da kann man bestimmt noch was mit Redstone nachhelfen, aber später. So, dann habe ich hier noch Truhen dazu gepackt. Einmal hier für Mobloot, den haben wir jetzt ein bisschen bekommen. Habe ich unter anderem auch das Gunpowder und das Blazepowder, was wir gesiebt haben, reingetan. Hier Nethererze habe ich ein paar mitgebracht. Sowas wie Netheruranium, was uns noch sehr, sehr hilfreich sein wird. Pig Iron, Redstone, alles Mögliche. Hier habe ich generell ein paar Seeds noch reingeklatscht. Und unter anderem auch Quarzschatz. Warum, sage ich später. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber kommt noch. Ja, und hier generell so ein paar Blöcke. Können wir das mal da rein tun, das liebe ich später. Und dann habe ich über die Nacht ein bisschen Erde sieben machen lassen. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt mal an, die auszulegen. Machen wir uns mal hier so eine schöne Ebene hin. Machen wir mal eine 16er Ebene. Wobei, eigentlich müsste man eine 18er machen. Jetzt haben wir 14. Jetzt müssten wir auf 18 sein. Ich würde aber trotzdem gerne fackeln. Problem ist nämlich jetzt mit meiner Rüstung, die ich anhabe. Habe ich aus den Lootbags bekommen. Wir haben einen Stable Iron Helm of Gnomes. Das gibt uns Knockback Resistance und Food Saturation. Wir müssen erstmal nichts mehr essen. Halt, wenn unser Essen leer ist, werden wir, beziehungsweise bei der Hälfte, werden wir aufgefüllt. Ein Osteum Chestplate. Und Quick Diamond Pants of Light. Um uns herum ist es hell. Und wir haben 5% Speed Boost. Heißt, wir werden hier noch Fackeln platzieren müssen. Und später mal weggehen und schauen, wo es dunkel wird. Also wo X sind. Genau deswegen. Die spawnen hier echt aus allen Löchern. Und ich mache jetzt doch nochmal... was lauter. So. Oh. Das war schon an Erde. Okay. Ja. Die 12 Erde lassen wir dann nochmal da. Wobei, eine Reihe machen wir noch dran und dann hören wir auf. So. Fünf dort hier rein. Das kommt hier rein. Super. Und dann haben wir hier noch Grass Seeds. Dann nehmen wir 7 Stück mit. Weil Gras möchte ich auf jeden Fall eine gute Fläche haben. Damit wir ein paar Tiere bekommen, weil ich habe es auf bestimmte Tiere abgesehen. Wer Project Ozone schon mal gespielt hat, der kann sich schon denken, welches Tier ich meine. Wer nicht, der gefällt, vielleicht was warten müssen.
Was kostet eigentlich eine Watering Can? Electrical Steel, Magical Fertilizer, ja gut, lassen wir das mal. Wobei das eigentlich geht. Electrical Steel ist halt das Problem, wir haben noch keinen Alloy Smelter oder Action Smelter, ja gut. Das ist auch noch im Chunk Radius. Wobei, das muss man nicht mehr. Machen wir mal so. So, Thema heute. Ich würde gerne mal die Iron Chest machen. Also generell so ein paar Quests rausknüppeln. Heißt im Klartext einfach schon mal ein bisschen Fortschritt machen. So, Iron brauchen wir. Eine Iron Chest, das ist noch normal. Zack. Und noch Iron to Gold Chest. Da brauchen wir. Oh. Brauchen wir Gold. Haben wir nicht. Dann müssen wir doch schon Crush Netherrack 7. Weil das Gute ist bei Crush Netherrack, kriegen wir, wie man hier schon sieht, Gold raus und Peridots und Saphire. Halt das, was wir im, wie habe ich schon mal gesagt, was wir hier über Gravel und so weiter mit Eisen haben, haben wir mit Netherrack an Gold. Ich weiß gar nicht, was man aus Crushed Endstone kriegt, wenn man es sieht. Muss ich euch mal schauen, das interessiert mich jetzt mal. Wir machen mal gerade hier 8 Stück fertig, dass wir nochmal 2 Gold kriegen. So, komm. Die können hier rein. Gold Ore Gravel. Wieder gut. Smashing Pickaxe können wir noch. Wir kriegen sogar 3 raus. Perfekt. Moment, hatten. Wir kriegen sogar, glaube ich, 4 raus, ne? Jawohl. Das ist perfekt. So würde ich das sehen. Das läuft ja hier wie Schmidts Katze. So, das nehmen wir raus. Das kommt hier rein. 16 Shiny, perfekt. Was ich noch machen würde, ich würde gerne mal schauen, dass wir mal einen richtigen Ofen machen. Dafür brauchen wir Compress-Kobbel. Na. Meine Maus verzieht gerade ein bisschen. So, schon besser mal richtig Mauspattern gelegt und so weiter. Pound the ground. Das war eine Quest. Na, so. Oh, Tatsache. Guck mal, eine Loot Chest. Und wir bekommen einen Meteoritenkompass. Das sagt uns so ziemlich gar nichts aus. Weißt du was, wir machen nochmal eine Doppeltruhe, wo wir generell so den Loot aus den Loot-Tests reintun. So. Machen wir mal so. Hier die Einbauküche können wir da reintun, das können wir da reintun, das. So. Der Questbuch nicht, aber das hier noch. Dich nehmen wir wieder mit. Da ist ja mal wieder ein bisschen mehr Platz drin. So, wie sieht das aus mit L Gold? Haben wir durch, ne? 8 Gold, perfekt. Dann ein Eisen nochmal. Und wir machen uns ein Iron to Gold Chest Upgrade. Und Quest complete. Da wollte ich dich hin. So. Loot Chest. Das hier haben wir auch schon fertig. Das war das Nether Portal.
So, Saving Montage und Automatic Saving. Gut. Moment. Wir haben Gamma freigeschaltet. Moment. Und Feta. Oh, to the clouds. Mhm. Das sollten wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Die Truhe platzieren wir mal hier hin. Machen wir mal eine Diatode raus. Das kommt da rein, das kommt da rein. Blue Chest, eine Jukebox. Und noch ein Fuel Efficiency Upgrade. Haben oder nicht haben. Koppel kann er ja aber raus. Und wir haben eine Wrench bekommen. So, ich will aber mal hier bitte ein bisschen weitermachen. Burning Power, wir brauchen einen Survivalist Generator. Was kostet der denn? Oh. Compress Coil, ein Iron Furnace, Red Alloy und Copper Coil. Und da braucht man eine Hemp Rope Coil. Und dafür braucht man Industrial Hemp Fiber. Okay. Mhm. Wie sieht das hier drüben aus? Ja, das wächst schön zusammen. Ich muss ja nichts mehr essen. Also, hier, Industrial Hemp Seeds haben wir schon, so ist es nicht. Wow, haben wir harter Leck. Einen Mittag sollten wir uns aber machen. Mache ich, glaube ich, gerade einen Obsidian. Der ist ja relativ schnell gemacht. Zack, zack. Und ein Stick noch. Da hat man es gerade gesehen. Unser Essen war leer. Wir sind wieder voll live. Also voll Lunge. Also wir sind satt. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? So, Mattock. Ja. 1, 2, 3. 1 Obsidian Mattock. So, dann brauchen wir. Machen wir mit Cropsticks mal. Wenn wir ja noch so oder so machen müssen. Machen wir das hier mal weg. Und dann 1 und 2. Und Bone Meal, habe ich das auch hier rüber getan? Ne, das ist noch hier. Gut. Einmal. 4 Stück. Haben wir. So, damit können wir schon mal die Copper Coils machen. Ich glaube, man hört gerade meinen PC ziemlich gut, ne? Muss ich doch mal das Fenster aufmachen. So. Dann brauchen wir jetzt Copper. Haben wir jetzt zum Glück 4 Stück. 4 Copper Coils. Wir könnten 2 schon mal machen. Wir brauchen einen Iron Furnace. Was brauchen wir noch? 2. Ein Piste, aber 2 Red Alloy Ingots. Also nochmal so. Und dann brauchen wir 16 Redstone. Die können dann schon mal schmelzen. Einen Iron Furnace. Das dürfte auch noch eine Quest gewesen sein, ne? Ja, kommt bestimmt gleich. Kobbel. Je nachdem könnte ich eigentlich, wenn man... ich hole noch ein bisschen Kobbel dazu, dann machen wir gleich noch einen neuen Ofen. So. Dann, was brauchen wir noch? Die sind fertig. Wir brauchen nur noch einen Pisten, ne? Ach, Moment, der braucht auch noch einen Red Alloy.
Und wir haben zu wenig Redstone, das heißt im Klartext, wir schmeißen einen Nether Redstone Urmel hier rein. Damit wir da das Redstone Erz rausbekommen. Und dann können wir daraus so schnell das Redstone abbauen. Zwei Redstone Ohr. Und 9 Redstone. Nice, aber ich brauche dann nochmal ein Iron. Ich muss sagen, ich bin relativ gut ausgestattet dieses Mal. Boah, irgendwie sitze ich gerade komisch. Setze mich mal so hin, gehe aber was näher ans Mikro ran. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie am PC sitzt, aber euch voll komisch fühlt vom Sitzen her? Das habe ich gerade. So, zack. Also, wir brauchen noch Holz. Jeder bietet sich an. So, zack. Zack. Survivalist Generator. Burning Power. Eine Loot Chest. Dann den Iron Furnace haben wir auch schon mal gemacht. So, Survivalist Generator brauchen wir noch nicht. Packen wir hier rein. Das kommt hier rein. Das kann da rein. Hallo, Zombie Pigman. Bäume würde ich auch dazu packen. So, was haben wir in der Loot Chest? Cooking for Rockets und No Processing Upgrade. Das ist perfekt. So. Ja. Wie lange sind wir schon dran? 16 Minuten. Wir können nochmal einen Iron Furnace machen. Warum macht man das noch ein? Wir wollen noch einen für uns haben. Und warum wollen wir noch einen für uns haben? Weil wir es können. Und warum können wir das? Weil ist so. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Wo packen wir den hin? Wo packen wir den hin? Mhm. Das da drüben würde ich eigentlich mal bald abreißen wollen. So, was ich hier reinpacken möchte, sind die Fuel Efficiency Upgrades. Kann man die eigentlich noch verbessern? Joa, wir, aber wir wollen es noch nicht. Hauen wir eins rein. Das Ore Processing Upgrade wollen wir aber verbessern. Brauchen wir 4 Dias, 2 Obsidian. Das sollten wir noch haben. Aber Redstone müssen wir dann nochmal was braten. Und zwar genau 1, wenn ich das richtig sehe. Also so, dass wir nochmal, ne, und so, ja. Boah, ich merke gerade, dass ich auf die Toilette muss, aber auch ganz komisch auf einmal. Aber naja. Wollte ich mal ganz kurz gesagt haben, ne. So, Better Furnace war das genau. Wir wollen dann nochmal ein Liquid Fuel Upgrade machen. Das ist ja mal gar kein Thema. Halt, wir haben ja Zugang zu Lava. Das war jetzt 7 Eisen. Dann machen wir aus 3 Platten. Da ist der Hammer. Und wir brauchen Sand. Das ist an sich auch kein Thema. So. Schmeiß mal hier rein. Und dann zack. Sehr schön. Sehr, sehr viel Redstone. Redstone Iron Compound. Das läuft ja gerade richtig, ne? Vielleicht können wir in der nächsten Folge auch mal in den das nächste Portal aufbauen. In den das nächste Portal aufbauen. Deutsch sehr gut. My Deutsch very good. My Deutsch very Merkel. So. Liquid Fuel Upgrade, haben wir ein Glas zu viel.
Wenn wir das jetzt hier reinhauen, haben wir hier so eine Führanzeige. Was das bedeutet, kommen wir noch zu. Okay. So. Was ist das hier? Auto Output, Auto Input, Factory. Auf jeden Fall. Wir wollen noch eine Drum machen. Da brauchen wir nochmal gut was Eisen. Das dürfte sogar reichen. So. So. Die wollen wir. Und dann würde ich da drüben nochmal gut Kobbel reinhauen, damit wir eine. Sammeln schnell. Damit wir das Drum voll Lava haben. So, wo war ich jetzt eben dran? Ah ja. Hier war ich dran. Das heißt, wir brauchen nochmal 6 Planken. Wir brauchen nochmal 6 Planken und dann haben wir das. Ich fange zu kurz am Überlegen, was fehlt jetzt hier? Irgendwas fehlt hier. 4 Dias. Und wir haben ein Advanced Ore Processing Upgrade. So, wie viel ist hier drin? 8 Liter. Also 8 Millibuckets. Komm, das reicht für den Anfang. Dann kann man schon mal sehen, wofür wir das gemacht haben. Eine Iron Pipe. Die können wir relativ leicht herstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war einfach genau 6 Eisen und ein Glas. Dann nehmen wir die Wrench. So. Der Tank hier ist voll. Und was ich jetzt mal gerne machen würde, Nether-Uranium-Ohr. Hauen wir rein. Wird gebraten. Vier Ceres Uranium-Ohr. Wenn wir die jetzt nochmal braten, haben wir gewonnen. Kriegen wir 2 Uranium-Ingots raus. Und mit diesen Uranium-Ingots haben wir die beste Lava-Produktion überhaupt. Wenn wir uns das mal anschauen. Nuclear Bomb. Dieses Teil gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht 50 Millibuckets pro Tick, so wie das, was wir jetzt haben, das Setup. Oh, wir haben Tiere. Sondern 250 Millibuckets. So, wir haben Schafe. Wollen wir nicht? Komplett inkonsequent scheine Schafe, alles töten. Ne, wir wollen keine Schafe. Wir wollen Kühe. Jetzt denken sich bestimmt wieder einige, die das Pack nicht kennen. Wieso will der Kühe werden? Der kann noch Leder und sowas herstellen, wenn er will. Ja, darauf habe ich es aber nicht abgesehen. Das kommt noch alles, worauf ich es abgesehen habe. So, ich muss glaube ich gleich mal kurz meine Maus ein- und ausstecken. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier 8 Uranium-Ingots. Ich werde dann 8 Nuclear Bombs damit craften. Und dann werde ich dann nochmal schauen, dass wir eine zweite Plattform anfangen können. Und dann werden wir uns mal so lange schauen, ans Auto 7 machen. Würde ich sagen, in der nächsten Folge setzen wir uns daran. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Schwenkt der Hut und tschüss!